Hola Trio und Holla die Waldfee. Vier Teile der Corona-Pandemics Games hier bei den Leitwölfen sind quasi rum. Teil 5 beginnt mit einem Interview-Rückblick auf unseren Cliffhanger von Teil 4. Phil. Genau, das machen wir jetzt immer so, weil jetzt können wir es euch ja sagen, wir sind einfach so unorganisiert, dass dann immer irgendwo das Interview noch hin muss und deswegen dann ans Ende. Nee, Quatsch. Wie, wir haben ein Oh, Interview? da war ja noch was. Nee, ich glaube, es ist ganz witzig, weil vielleicht ist das dann immer so ein schöner Höhepunkt für den jeweiligen Teil am Ende und auch nochmal so nach dem Motto, hier ist jetzt der Cut, damit fängt jetzt das Neue an, aber es geht halt dann im nächsten Teil dann erstmal richtig los mit diesem Neuen dann. Genau. Und ihr wisst, auf was ihr euch da einlasst, wenn ihr die nächste Folge hört. Wenn ihr generell, wenn ihr uns hört, ne? Ja, gut, das sollte man jetzt nach gefühlt 49 Folgen, ja, wissen. Ich glaube, wir nähern uns langsam der magischen Zahl von 42 Aufnahmen. Oh, bei Folge Gut. 42, da wird André wieder irgendein Riesending drehen wollen. Da warne ich jetzt schon mal vor. Ja, zu Recht. Zu Recht. Also man muss natürlich, ja, wir sind ja Deutschlehrer, ne? Falls ihr das mal bekeppt habt, wir sind Deutschlehrer, haben mit Mathe nur bedingt was am Hut. Das heißt, Zahlen sind uns durchaus bekannt, ne? Aber wie man jetzt zum Beispiel Folgen sinnvoll nummeriert, das habt ihr vielleicht ja schon gesehen, das wissen wir nicht. Aber dass das keine Hexerei ist, haben uns einige mal erzählt, aber wie ihr vielleicht in Folge 9 3 Viertel, wegen dem Zaunfall, wie kommt man auf 9 3 Viertel, hört, ist das für uns Zahlenmagie einfach, die Wie, uns den hallo, abgesehen Horizont davon, wir haben übertreibt. mega viel, wir sind voll die Mathe-Kings, oder wisst ihr nicht, dass, wie die Zahl Pi weitergeht? 3,14159265359. Und das habe ich gerade überhaupt nicht abgelesen von meinem Handy. Genau, völlig spontan und völliges Fachwissen nochmal dokumentiert. Gut, okay, ich möchte ganz kurz noch was sagen zu dem ersten Teil von Interview mit Mike Ripitsch. Also, wie gesagt, Mike kommt ja seit 3 Jahren mit seiner Fußballschule bei uns in Merschweiler vorbei. Und man hat wirklich, ich habe es ja im Interview schon quasi, haben wir beide ja schon konstatiert, dass die Kids es total geil fanden, nochmal richtig Fußball zu spielen. Ne? Wir haben ja an unseren Leitwolf-Folgen öfter mal drüber geredet, zum Beispiel auch in Folge Nummer 8, Family Business, dass meine Jungs immer in der Lockdown-Zeit, in der starken Lockdown-Zeit, immer Fußball gespielt haben hinterm Haus. Ne? Aber hier nochmal mit anderen Kindern richtig Fußball trainieren zu können, das war einfach ein Segen. Und das hat man bei uns in der Schule ja auch schon gemerkt. Ja, Phil, du warst ja da nett zugegen, weil du musst ja direkt am letzten Schultag quasi weg. Aber es gab ja quasi zum letzten Schultag, letztes Schuljahr, kam ja die Lockerung in Kraft, dass man mit 10 Leuten in einer Halle Sport treiben darf. Ne? Ja, Kontaktsport. so als Und hättest das du hat es uns ge vorausgesehen, ne? Hast du dann noch einen Ja, genau, es Fußball? war also wirklich, es war ein Segen, denn wir haben uns kurz angeguckt im Lehrerzimmer, ne? Also nicht Finn und ich, sondern Thorsten Papst und ich, und der ja in der Folge 11, Triple Trouble, ne? Fragen Sie Dr. Tribbles, Hang zum Solo, uns sein Science-Fiction-Fachwissen ja dargelegt hat. Ja, wir haben es angeguckt und haben gesagt, okay, geil, wir können Fußball spielen, wir müssen das unbedingt am Freitag umsetzen. Und zapp, zapp, haben wir auch wirklich mit 10 Kollegen dann seit Ewigkeiten noch Fußball gespielt, das war geil. Aber ich hatte nicht das Problem, dass jetzt die Kids hatten, denn das hat ja auch Mike angesprochen, und das ist wirklich so, wir hatten gestern erstes Training für die neue E-Jugend-Saison und die Hälfte hat Probleme mit den Schuhen, weil die entweder zu klein waren. Das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte hat Probleme, weil sie halt neue Schuhe hatten und die Blasenstärke, also die Zahl der Blasen an den Füßen ist rapide gestiegen. Ja, die sind alle zu fett geworden, die sind alle daheim, ne, haben nur Minecraft Nee, 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 hallo, Schuhe, gezockt. Schuhe, Ja, Schuhe. die sind auch an den Füßen zu fett geworden. Du hast gesagt, Ach die so, Schuhe ja, sind zu okay. klein geworden, Ja, gut, okay. ne? Warten wir ab, wenn Konstantin in dem Alter ist. Ne? Aber wir haben uns ja auch quasi, also unsere Jungs wurden im Februar mit neuen Schuhen oder im Januar versorgt quasi, ne? Dann haben sie die quasi 4 Wochen angehabt und jetzt natürlich ein halbes Jahr später passen sie natürlich nicht mehr. Ne? Wir mussten auch quasi fast nagelneue Schuhe nochmal ausmustern. Den guten Adidas Predator oder was kauft man so Ja, heutzutage? Leon hatte wirklich Predator. Hat sich jetzt Puma geholt. Also meines Erachtens, aus meiner Zeit als aktiver Spieler, da gab es ja auch nur Adidas oder Puma, quasi, die man anziehen konnte. Als die Schienbeinschoner schon noch aus Gusseisen waren. Genau, und die Stahlkappen noch in den Schuhen drin waren. Und ich habe
Ja, und ich habe ja mal eine Zeit gespielt, wo eigentlich die bunten Schuhe die Ausnahme waren. Und ich habe ja mal bunte Schuhe eigentlich verpönt, habe mir aber dann irgendwann, weil ich das wirklich geil fand, blaue Adidas Fußballschuhe gekauft. Und das waren damals ja Unikate, die hat sonst auch wirklich kaum einer getragen. Heute ist das ja so, wenn du schwarze Schuhe anhast, dann machst du irgendwie ein bisschen gegen den Strom und das wäre heute cool. Naja, egal. Gut, kommen wir aber jetzt zum anderen Part des Interviews. Denn Mike hat ja nicht nur hier über die Fußballschule an sich mit mir geredet, sondern halt auch noch über eine Aktion, die ein Freund von ihm in Leipzig gestartet hat und aus der wir auch jetzt einmal das ganze medial als Leitwolf begleiten werden, wenn diese App, von der er dann gleich redet, auch dann fertig ist und wir das dann hier bei uns lokal auch machen können. Aber dazu lassen wir jetzt erstmal nochmal Mike im Interview mit mir zu Wort kommen. Okay, machen wir mal einen kleinen Schwenk. Du wohnst ja mittlerweile in Leipzig, ne? Und hast da ein Projekt ja jetzt mitbekommen von einem Kollegen, hast du gesagt, ne? Und ich glaube, da wollten wir ganz kurz auch noch drüber reden, gerade mit Corona, schwieriges Thema insgesamt. Und da zumindest mal ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Lichtblick, irgendwas, ne? Ja, ich denke, dass gerade jetzt nach der oder ist ja noch während der Corona-Zeit, haben wir oder ein Freund von mir, ein Bekannter von mir ist auf mich zugekommen und der hat meines Erachtens halt ein Sensationsprojekt vor, eine Challenge, eine Wette, wie man es auch immer nennen sollte, aber der war ich sofort bei ihm. Er hat mich da, hat mir das erklärt, hat mich abgeholt und ich war halt sofort begeistert, weil das im Endeffekt das ist, wofür wir stehen oder was wir so ein bisschen machen. Jetzt unabhängig jetzt mal von Kick and Buddy, von der Fußballschule, da wir ja da auch immer sagen, wir sind für die Bewegung der Kinder, wir wollen, dass die Kinder sich bewegen. Und das ist eben genau die Nummer. Der ist, ist ein Freund, ein Bekannter von mir, der halt sehr viel in der Bewegung und in der Ernährung für Kinder gemacht hat, also immer noch macht, aber aufgrund natürlich der Situation auch da die Veranstaltungen nicht durchführen können, hat immer so Kindersprints gemacht in Schulen, in Autohäusern, auf Bahnhöfen und so weiter, mit auf Zeit und ist einer der führenden Firmen und Unternehmen, auch gerade was die Ernährung angeht für Kinder. Und die Bewegung und da ist im Prinzip so, dass das hat er mich angesprochen, ob ich dabei wäre und war sofort hin und weg. Geht es im Endeffekt wirklich darum zu sagen, wir bewegen uns und wir versuchen die Leute dazu zu bewegen zu laufen und die Kinder auch dazu zu bewegen zu laufen. Das ist eigentlich eine recht simple Nummer, die ist aber eigentlich so schön schon wieder, weil sie so simpel ist. Also er wettet oder beziehungsweise er hat eine Challenge mit der Expika, was sein Unternehmen in Leipzig ist und die Swiss Foundation in Basel, die als diese beiden Firmen, Unternehmen, Stiftungen wollen es schaffen, 365 Tage, 24 Stunden lang ein Laufband laufen zu lassen. Also eins in Basel und eins in Leipzig. Das heißt, das ganze Jahr läuft irgendwer auf diesem Laufband durchgehend. Und jeder Kilometer wird auch gespendet. Also je nachdem, wie viel, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Und unter diesem Gerüst kann man im Prinzip ganz viele kleine oder andere Sachen machen. Wir haben zum Beispiel jetzt mit der Ulf-Kirsten-Stiftung gesprochen. Man kann zum Beispiel die Fans von Leverkusen gegen Dresden laufen lassen. Und das eben nicht auf dem Laufband, was mobil dann hin und her gefahren wird, sondern da gibt es halt eine App, da kann man sich dann im Prinzip ganz normal einwählen. Dann geht man halt auf die Ulf-Kirsten-Stiftung als Beispiel und geht auf Bayer Leverkusen und sagt, ich möchte jetzt 5 Kilometer für Ulf-Kirsten, für Bayer Leverkusen laufen. Und sagt, ich spende für pro Kilometer 5 Euro, also oder 3 Euro oder 1 Euro und dann geht es halt automatisch so weiter. Und das ist im Endeffekt, und das ist im Endeffekt eine Sache, wo ich sage, die kann jeder für sich machen. Da muss er nirgendwo hinfahren. Ja, der läuft einfach los und tut im Prinzip was Gutes. Ja, also unterstützt irgendwas. Das kann jeder kleine Verein im Endeffekt, könnte das machen und so weiter. Und da sind wir jetzt im Prinzip gerade dran, uns Gedanken zu machen und die Sache mal durchzuspinnen. Ja, was kann man alles machen und wie kann man es alles machen? Klar, braucht man da immer Partner für. Die Partner wollen dann natürlich auch sehen, dass der ein oder andere Promi mal läuft. Aber auch das ist, wir haben mit einigen Leuten gesprochen. Wie gesagt, angefangen mit Ulf, der hat sofort gesagt, ich bin dabei.
In Leipzig ist, wie gesagt, noch eine Stiftung, die größten vier Unternehmen mit Porsche und der Leipziger Volkszeitung hat, die sofort begeistert waren und haben gesagt, wir laufen hier als Vorstand vorweg, ja, und alle Mitarbeiter haben gefälligst zu laufen. Also da ist im Prinzip eigentlich eine simple Geschichte, aber also man muss eben jetzt gucken, dass man irgendwas macht, weil sonst die Kinder eben, oder ich sag mal alle, ne, die Bewegung an sich ist ja im Gesamten jetzt nicht mehr so wie sagen wir zu unserer Kinderzeit, wo sie uns rausgejagt haben, weil wir kein Fernsehen gucken sollten. Heute, sind sie mehr drin und gucken aber kein Fernsehen mehr, sondern da geht's ja immer um die ganzen Zockereien und so weiter. Und da wirklich den Weg zu finden, die Leute angefangen mit den Erwachsenen und dann über die Kinder und dann eben was Gutes zu tun. Ja, und das ist eben momentan so das Projekt, wo wir sagen, da werde ich mich mal wirklich intensiv mit beschäftigen und versuchen, da zu unterstützen und zu helfen, wo es eben nur geht. Gut, ich denke, das ist genau der... Gut, also spannende Geschichte. Wir werden das auf jeden Fall weiter begleiten und bleiben in Kontakt da auch, dass man das vielleicht auch hier bei uns im Saarland dann aufs mal richtig stabile Füße bekommen dann. Und wenn das dann soweit ist, dass wir uns da beteiligen können. Wenn mich jetzt als Verein oder als Kind da mitmachen will bei Kick and Buddy, wie komme ich denn zu euch? Na, wenn es jetzt ein Verein ist, wo wir noch nie waren, ist, würden wir uns freuen, wenn die können sich jederzeit hier über unsere Webseite, ne, www.kickandbuddy.de, können sie sich an uns wenden, eine E-Mail schreiben, eben fragen, wie sieht's aus, eben, dann rufen wir natürlich jederzeit zurück. Und dann setzt man sich zusammen, welche Ideen der Verein hat, wie er sich das vorstellt. Ja, grundsätzlich sind wir ja zu allen Seiten offen. Wir sind auch für jede Schweinerei zu haben, positiven Sinne natürlich. Und dann setzt man sich hin und sagt, wie kommt man halt zueinander? Ne? Also wir fahren überall hin, wir sind überall, wir bleiben auch gerne da, auch nach 16 Uhr. Wie ihr ja wisst, ja. Ne? Es ist ja mehr schon danach anstrengender als mit den Kindern. Nein, das macht ja Spaß und ein bisschen Fußball, Golf spielen und ein bisschen Faxen machen. Aber wie gesagt, ist völlig einfach melden über unsere Webseite, mal drauf gucken. Gut, ist nicht viel passiert in diesem Jahr, aber es sollte ja dann 2021 wieder ein bisschen anders aussehen oder vielleicht jetzt schon im Herbst, da kann man mal gucken. Also wir freuen uns über jeden neuen Verein, den wir kennenlernen dürfen, wo wir einen Teil dessen in den 3 Tagen oder 4 Tagen, manche wollen auch eine ganze Woche, 5 Tage sein dürfen und den Verein oder die Leute im Umfeld näher kennenzulernen. Und so schauen wir, wie sich das denn immer entwickelt. Und bei den meisten, wo wir jetzt hier sind, siehe ja auch hier zum dritten Mal jetzt, hat sich ja bei vielen oder zu fast allen hier mittlerweile eine Freundschaft entwickelt, wo man sich gegenseitig drauf freut, wenn man sich nächstes Jahr wieder sieht. Das kann ich definitiv nur unterschreiben. Ja, also, Mike und ich sind weiter in Kontakt auch diesbezüglich und wir haben auch noch mit ein paar anderen Leuten geredet, natürlich im Verlauf des Fußballcamps. Und sagen wir so, beim Fußballgolf und einem Absacker nach dem Trainingscamp, dann kann man auch noch über ein paar Dinge halt plaudern, ne? Wie zum Beispiel, wie man das mit dieser App umsetzt oder so. Das haben wir auf jeden Fall getan. Und sobald wir da mehr wissen, werden wir euch als Leitwölfe informieren und werden als Leitwölfe wahrscheinlich auch, wenn das dann soweit ist, einen oder vielleicht mehrere dieser Spendenaktionen dann app-basiert quasi begleiten. Werden wir die auch unterstützen? Also müssen wir auch jaulend als Wölfe Ich habe genau gewusst, dass dieser Beitrag jetzt von dir kommt, ne? Und ja, Phil, auch wir müssten dann laufen. Ja, du, ich gehe ja laufen, nur ich bin ja kein Freund von irgendwelchen... Du gehst laufen, okay. Ich gehe laufen. Ich laufe laufen. So wie man... ich laufe mal laufen. Ich betreibe ja auch Jogging immer so ein bisschen. Ich bin aber so ein Schönwetterläufer, weil wenn, dann will ich ja ein paar Sonnenstrahlen abkriegen und im Winter ist es mir zu kalt und tut es beim Atmen weh. Ich bin ja... Du bist eher der Indoor-Hallenheimer. Ja, und so ein Individualsportler. Ich bin ja schon immer mehr der Kampf gegen mich selbst beim Sport so gewesen und nicht der Kampf gegen andere, um andere zu bezwingen.
wie das beim Mannschaftssport ja ist. Ja, genau. Aber da würde ich gerne auch mitlaufen, nur dann reicht's, wenn ich dann reicht's dann, wenn ich eine App quasi auf dem Handy habe, oder muss ich mir auch so eine Tracking-Uhr-Gedöns irgendwie ans Handgelenk dann machen? Also dafür? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, und das, aber da die App ist ja erst in der Entwicklung, ne? Und da sind wir ja momentan noch dran. Also was heißt, ich mache da relativ wenig. Ich mache das Publishing und das, also wir. Ich kümmere uns dann darum, dass man es hier irgendwie unter die Leute bekomme und dafür Werbung mache, dass das wird dann demnächst dann irgendwann kommen. Ja. Wir werden euch in den Live-Folgen da auf dem Laufenden halten, denke ich. Und ja, wer jetzt als Vereinsvertreter zuhört und Kick and Buddy als Fußballschule engagieren möchte, hat Mike ja auch darauf hingewiesen, wo man das dann noch tun kann, fällt mir gerade noch ein. Sollten wir auf jeden Fall machen. Bei Facebook könnt ihr euch da ein paar Eindrücke mal von den Trainingscamps holen oder auf der Homepage halt, welche Trainer da noch am Start sind. Also dieses Jahr war es auf jeden Fall ganz witzig. Ihr habt ja vielleicht auch bei Facebook, ihr habt es ja auch schon gesehen, bei Facebook, liebe Hörerinnen und Hörer, das Foto von mir und Carsten Hutwelker, das war natürlich auch schon legendär, FCS-Legenden. So, aber du hast ja schon was gesagt, und zwar diese Geschichte mit dem Individualsport und so haben wir eigentlich schon auch bis hier in Folge Nummer 12, in der es ja um Team Spirit ging. Ne? Spirit. Also quasi alles für den Wolf, alles für den Club, da hast du das schon angesprochen. Und natürlich habe ich auch mit Mike über das Thema geredet, ne? Weil, ihr habt es ja mitbekommen vielleicht, die Europa League ist diese Woche gestartet und die Champions League startet jetzt am Wochenende. Und da ist natürlich auch noch mein Verein, also einer meiner beiden Vereine ist da noch drin, nämlich Bayer Leverkusen. Und da wollte ich natürlich von Mike wissen, erstens, wie kann sich Leverkusen in der Europa League jetzt noch schlagen. Warum ist das so? Also ich habe, wenn man schon mal einen Spieler von Leverkusen da hat, einen Ex-Spieler, dann kann man ihn auch fragen, warum da dieser Fluch des ewigen Zweiten immer so anhaftet. Und dann ist halt noch die Frage, ja, wie ist die Wirkung von leeren Rängen auf die Spieler? Und dazu all das und noch mehr jetzt in diesem nächsten Interviewbeitrag. Gut, letzte Frage dann. Ganz kurz noch zur Werkself. Liegt mir natürlich auch sehr am Herzen, ne? Die Frage für unser Fußballformat. Die haben ja jetzt das DFB-Pokalfinale etwas schleifen lassen, hätte ich ja fast gesagt als Fan. Ne? Jetzt steht die Europa League ja an Anfang August. Wie schätzt du da die Chancen ein? Kann Leverkusen das mit Havertz noch, wie es aussieht? Oder ja, wird das vielleicht schon gegen Mailand oder Getafe schon Endstation sein? Naja, ich verfolge das ja nur so ein bisschen gerade, weil ja auch so ein bisschen meine Vergangenheit da lag und auch jetzt in der Traditionsmannschaft das ein oder andere passiert. Ist es schon ärgerlich mit dem DFB-Pokal. Ja, die hatten jetzt mal die Chance, gut, wenn sie natürlich die erste Halbzeit, erste Halbzeit nicht mitspielst, dann wird es gegen Bayern extrem schwer. Ja, zweite Halbzeit hat man natürlich so viele Chancen gehabt, dass man selbst hätte die erste noch wettmachen können. Aber ich glaube, die Situation ist für die Jungs auch nicht einfach. Also ich möchte nicht tauschen, ich möchte nicht im leeren Stadion spielen und einmal im DFB-Pokalfinale zu sein und dann keine Leute dazu haben. Ich meine, klar hätten sie sich trotzdem gefreut, hätten sie alle gefreut, alle drum zu. Aber für die Jungs ist da, glaube ich, die Höchststrafe. So und das kann man eben über die Europa League bis hin dann nachher zur Champions League zählen. Durchziehen und das ist eben eine Vollkatastrophe. Ja, man wird vielleicht einmal in seinem Leben oder in seiner Karriere UEFA Cup oder Champions League Sieger und dann ist kein Mensch da. Ja, und das ist für mich, für die Jungs ist das die Höchststrafe. Leverkusen kann natürlich, wenn sie dann, es ist ja, die haben für mich haben sie immer zwei Sichter. Immer wenn ich denke, jetzt sind sie soweit, ja, und jetzt sind sie auch oben in der Tabelle dran und jetzt können sie mal den wirklichen, dann kriegen sie eine Reise zu Hause oder verlieren dann eben auswärts. Deswegen ist immer von der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit stellt sich die Frage nicht, ob sie gegen Getafe oder auch gegen Mailand nachher gewinnen oder die können dann halt auch jeden schlagen. Ne? Ich meine, man hat es ja gesehen gegen Bayern. Bayern ist jetzt keine sind ja keine Außerirdischen, aber die haben natürlich schon eine Qualität an den Tag gelegt in den letzten Monaten. Die ist schon einzigartig und dann ist, glaube ich, Bayern ein recht guter Maßstab, wenn man auch gegen die sich gut zeigt. So, und wie gesagt, ich wünsche natürlich Leverkusen mal wieder der ganzen Stadt, dem Verein, der Region, natürlich mal wieder einen Titel. Ist ein paar Tage her. So, und welcher das naja ist, gut, jetzt ist nur noch einer zu holen in dem Falle und ich glaube,
Ja, die werden alles dran setzen, aber so eine Sachen entscheiden eben Tagesform, ne? Da kann man sich jetzt nicht wirklich mehr und die Jungs, wie gesagt, ist grauenhaft. Also eigentlich wir hätten jetzt alle frei und fahren in Urlaub und so richtig, ja, weiß auch keiner, wie es wirklich weitergeht oder was auch wirklich passiert. Und deswegen ist es nicht einfach. Und sich dann immer noch auf den Punkt zu motivieren und die 100% Leistung abzurufen, ist nicht einfach. Aber ich hoffe natürlich, dass er da irgendwo, ja, mal ein außerirdisches Spiel machen. Gut, Mike, vielen herzlichen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Euch gut, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, das jo, ist natürlich die Erkenntnis und diese zwei Gesichter der Werkself, die kenne ich ja echt nur zu gut. Übrigens ist gerade eben der neue Spielplan rausgekommen für die Bundesliga-Saison, die nächste. Uah! Und ja, und Leverkusen wird in Wolfsburg starten, Bayern startet gegen Schalke. Ja, Leipzig gegen Mainz, das ist jetzt sowas, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Ja, und für Leverkusen geht es am Montag weiter. Inter Mailand hat sich ja gegen Getafe durchgesetzt. Und am Montag um 21 Uhr spielt die Werkself dann gegen Inter Mailand im Viertelfinale der Europa League. Frankfurt und Wolfsburg haben es ja leider nicht geschafft. Wir drücken jetzt natürlich noch Leipzig und Bayern die Daumen, dass die es packen in der Champions League. Und ja, mehr dazu, wo. Ich stell gerade eine Fußball-Noob-Frage. Ja, ich stelle eine Du da von Fußball-Noob-Frage. der Europa League und so spielst, das ist die Ja. Quali für die neue Saison, um da in der Europa League spielen zu können. Nee. Also die Das ist die Wettbewerbe wurden ja richtige noch. Europa. Ach, das ist, weil es Ja, ist verschoben wurde, direkt, oder ja. was? Das wurde ja abgebrochen wie die Bundesliga. Ah! Oder halt alle anderen europäischen Ligen ja auch. Und während die Bundesliga als erste Liga weltweit ja, also richtige anerkannte Liga, sagen wir mal, nicht anerkannt, richtig populäre Liga, nochmal den Restart gemacht hat, sind die anderen Ligen ja später nachgezogen. Ne? Also Premier League ja, das war 5 Wochen später, glaube ich, ne? Dass die nochmal gestartet ist in England. Und deswegen hat die UEFA ja auch müssen gucken, wann startet es dann mit den europäischen Wettbewerben. Ne? Also die waren ja auch nicht fertig. Die Ja. hingen ja beide in den Achtelfinals. Ja, genau. Das, okay, ja. Und die haben, also da wurden Spiele jetzt nachgeholt, quasi aus dem Achtelfinale noch und werden jetzt von der Champions League nachgeholt, sodass in 4 Wochen, nee, nicht mehr, in 2 Wochen der Sieger in beiden Wettbewerben feststeht. Parallel hast du allerdings recht, laufen jetzt mittlerweile die Qualifikationsspiele für die nächstjährige Europa League und für die nächstjährige Champions League. Ne? Das sind halt dann die kleineren Länder, die jetzt anfangen, da zu spielen. Es ist Das kommt viel jetzt. Holz mit dem Fußball, Ja. mit dem Holzen, mit dem Geholze. Ja. Als Fußball-Noob, dieses Wolfsduos hier, kann ich euch aber sagen, das wird noch spannende Früchte bald tragen, denn da ist Ja. ja auch noch was Neues in der Mache. Und ob es mega behindert sein wird, mich mit meinen dämlichen Fragen dabei zu haben, so, was macht der Schiedsrichter da am Rand? Da ist doch schon einer auf dem Platz. Oder ob es total witzig sein wird, werden wir dann sehen. Ja, Philipp, das wird mega spannend. Also ich freue mich da drauf. Das neue Fußballformat, der will ja nur spielen, haben wir schon in unserem Trailer für Folge 20 angeteasert und wir werden zur neuen Saison definitiv, mal gucken, in welchem Abstand, ein Fußballformat kreieren, das sich vor allem um die SAR-Vereine, die drei, die am höchsten spielen, kümmert, aber auch mal ab und zu auf andere Vereine noch blicken wird aus dem Saarland und natürlich auch ein bisschen international oder Bundesliga im Auge hat. Ne? Also, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Wir haben auch da dementsprechend schon ein bisschen ja, kompetentes Interview. Partner, Material Ja. beigekart. Ne? Also von daher, ja, man darf gespannt sein. Genau, also ich habe den Cristiano wirklich richtig auseinandergenommen, ja, im Gespräch. Ja, Und ja. wartet mal ab. Gut. So, wo sind wir denn jetzt? Beim Fußball und bei der Europa League. Und jetzt kommen wir Ja, mit ich würde einem kleinen sagen. Schnitt mal wieder weiter. Es sind Ja. eigentlich keine Schnitte, André. Ich glaube, es sind Steps. Es sind Ja, Steps, Schritte, ja. die wir gehen, um damit auch allen wundervollen Beiträgen und Themen, die uns gegeben wurden und Fragen und Ja, alles, gerecht zu werden. allem gerecht zu werden. Genau. Ja, und Und ja, die. passend zum Ja. Sport, ne, kommen wir Ja. so daran, sich anschließend an den einen sehr verwandten, sehr stark verwandten, würde ich sagen.
nahen Verwandten. Das nämlich das Thema Haustiere. Ja, das Thema Haustiere, genau, ja. Und warum müssen sie bellen, wenn es klingelt? Und warum hören sie auf zu bellen, wenn es klingelt? Okay, ja, also, genau. Du, ich gebe mal raus, führ das irgendwie sinnvoll zu Ende. Bis zum nächsten Teil. Also ihr Lieben da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, während der André gerade einen riesigen Knochen suchen geht, um seinen Hund zu besänftigen, der gerade immer noch in meinen Ohren bellt, ich weiß nicht, ob er in euren auch noch bellt oder ob André schon offline ist, gehen wir ins Thema Entertainment, Filme, Musik und so weiter, insbesondere mit Blick auf die Kulturtreibenden, ne? Musiker, Filmemacher und so weiter. Und wir steigen ein mit einem lieben Kollegen von uns, unserem Filmemacher-Buddy, Thomas Scherer, der uns auch bald schon in Folge 2 unseres Zeitformats Ein Wolf, ein Hund, ein Fuchs wieder beistehen wird. Uns aber hier jetzt erstmal einen kleinen Audiobeitrag geliefert hat. Seine Sicht auf Kinobetreiber, Film und so weiter. Und damit endet Teil 5. Viel Spaß mit diesem Audiobeitrag am Ende. Ja, hallo, grüße euch. Mal wieder eine Sendung zum Thema Corona. Das ist natürlich super, weil jetzt hat sich natürlich noch mal einiges getan in den letzten Wochen und Monaten. Am Anfang habe ich noch zu euch gesagt, Corona hat mich jetzt nicht so hart getroffen, wegen diverser Projekte, die ich mitnehmen konnte in die Zeit, die auch von zu Hause funktioniert haben. Jetzt muss ich sagen, merkt man es doch schon. Es sind viele, viele Außentermine abgesagt worden, die auch nicht verschoben worden sind, die einfach komplett gecancelt worden sind in diesem Jahr. Gerade auch bei vielen Künstlern, also ein sehr, sehr guter Freund von mir ist Musiker hauptberuflich, mit denen sind quasi alle Auftritte in diesem Jahr gecancelt. Der kann nichts dergleichen machen, versucht sich nun auch irgendwie über Wasser zu halten. Also eine zweite Welle können wir wahrscheinlich alle nicht gebrauchen. Deswegen hoffen wir sehr, dass die auch nicht kommt. Denn wenn sie kommt, wird es wahrscheinlich vielen, vielen schlecht ergehen. Nicht nur den einzelnen Künstlern, sondern auch den Kinos. Wenn man jetzt zum Beispiel Mulan nimmt, der ja eigentlich schon im März hätte anlaufen sollen im Kino, dann auf den August verschoben worden ist und jetzt tatsächlich gar nicht mehr ins Kino kommt, sondern direkt im Streaming-Angebot bei Disney Plus zu finden sein wird. Und das ist natürlich für viele Kinos ein großer Schlag ins Gesicht. Weil gerade Mulan als einer der Blockbuster im Sommer eigentlich die Kinokassen hätten klingen lassen sollen und jetzt kommt er gar nicht und das ist natürlich ein herber Verlust und die Gefahr ist natürlich da, dass es dann auch weitere Blockbuster nachzieht, die dann eben auch nicht ins Kino kommen. Das ist jetzt für Disney natürlich mal so ein Versuch, die wollen natürlich auch den bestmöglichen Gewinn machen mit ihrem Film. Der kostet dann glaube ich 30 Euro oder so bei Disney Plus nochmal extra als Zusatzpaket und man versteht natürlich auch den Gedanken vom Konzern hinten dran. Es ist einfach so, dass die Leute noch nicht ins Kino gehen, leider. Also wir haben das jetzt auch gemerkt mit Untertanen im Kino, dass es einfach die Leute noch nicht so zieht ins Kino, weil da eben auch diverse Bestimmungen vorherrschen, diverse Regeln zu befolgen sind. Das ist einfach der Kinobesuch als solcher nicht der entspannte Kinobesuch, der noch vor der Krise war. Und das merkt man. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es den Kinos nicht allzu schlechter gehen wird. Aber leider muss man sagen, dass, wenn dieses Konzept von Disney aufgeht mit Mulan, auch weitere Blockbuster folgen werden und dass damit leider die Geldgaranten und Einnahmegaranten der Kinos wegbrechen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Darf man gespannt sein, was passiert. Hoffentlich kommt keine zweite Welle. Und ich hoffe, dass die Leute, die momentan sehr unvernünftig sind, also die ganzen Mallorca-Urlauber, ich meine, dann ist eben 2020 mal das Jahr der Regeln, das Jahr des Mundschutzes. Aber ich glaube, da müssen wir einfach durch. Und jetzt nachlässig zu werden, das tut keinem gut und vor allem nicht den ganzen Branchen, den ganzen Restaurants und den ganzen Kinos. Also da muss man jetzt einfach noch ein bisschen durch und irgendwann wird es auch wieder besser werden. Aber eine zweite Welle wäre für viele das Todesurteil und das können wir nicht gebrauchen. Scheiß Corona!